Damit bin ich jetzt am Ende nur dieses Vortrages. Ja, ja, ich bedanke mich bei allen. Ja, danke erstmal. Ja. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, bei den Referentinnen und Referenten, bei der Technik, bei dem ganzen Orga-Team hier, aber natürlich auch bei Ihnen, auch so für ihr Dableiben, ja, so. Und dass Sie es bis so lange ausgehalten haben, zeigt ja auch, dass dieses Thema Prostata, aber auch Sexualität im Alter doch durchaus ja, eine Rolle spielt. Und ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Machen Sie es gut, aber machen Sie es. Tschüss. So, ganz herzlichen Dank. Sie hinterlassen mich sprachlos. Das ist eigentlich schwierig. Ich bin begeistert. Es war ein wunderbarer Vortrag. Eines Aspektes ein würdiger, ein wunderbarer Abschluss dieses Vormittages. Danke. Ich hoffe, dass Sie, die da sitzen, es genauso genossen haben wie ich. Ich fand es einfach großartig. Ich fand es wunderbar. Dankeschön. Und habe mich sehr, sehr gefreut, diesen Aspekt der Sexualität, dieses Berühren, das Fallenlassen, das sich entgegenkommen, sozusagen zu spüren. Und ich finde, es ist etwas, was wir mitnehmen, nicht nur für uns und unsere Patienten, sondern vielleicht mitnehmen für uns selbst zu Hause, denn auch da ist Geben, Nehmen, Fallen lassen, Entgegenkommen, Fühlen sicherlich eine wunderbare Sache, die uns hoffentlich dieses schöne Wochenende und noch viele andere bescheren wird. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke.